Ed, setz dich. Kramen wir ein paar Erinnerungen raus. Du warst weg, bevor ich mit dir reden konnte. Ed, ist es nur meine Einbildung? Oder ist die ganze Welt verrückt geworden? Nein, verrückt ist nur ein geringer Prozentsatz der Bevölkerung, Frank. Ich hoffe, du hast recht. Es ist nur... Ich weiß nicht genau, ob ich da noch hineinpasse. Du denkst noch immer an Jane, nicht wahr? Sie ist ein Teil meines Lebens, Ed. Sie wird es immer sein. Ich denke ununterbrochen an sie, aber es ist vorbei. Als sie sagte, verschwinde aus meinem Leben, wusste ich, dass es zu Ende war. Weißt du, manchmal denke ich an dich und Edna. Dann beneide ich dich, weil du jemanden hast. Du hast denselben Menschen jeden Tag seit über 30 Jahren. Du wachst mit ihr auf, isst mit ihr, liegst an ihrer Seite, schläfst immer mit derselben Frau. Ihr verbringt jeden wachen Moment miteinander. Während ich mich mit 20-Jährigen herumtreibe, die sich einfach nur amüsieren wollen. Und dazu nur billigen Sex, Sex, Sex. Mädchen, die nicht Nein sagen können. Mädchen, die nicht genug kriegen können. Mehr, mehr, mehr. Mädchen, die auf das alte Handschellenspiel scharf sind. Ich möchte nur jemanden lieben, Ed.